Yoda ist weg und wir sind hochoffiziell obdachlos. Im Mai 2022 starteten wir unsere Reise in Kanada. Wir durchquerten das riesige Land Richtung Westen und waren begeistert von der Natur und den Menschen. Mit dem Dempster Highway erfüllten wir uns den lange gehegten Wunsch, das Polarmeer zu erreichen und die Mitternachtssonne zu sehen. Danach ging es für uns weiter nach Alaska. Alaska begeisterte uns mit einer unvergleichlichen Natur und einem einzigartigen Gefühl der Freiheit. Wir lernten tolle Leute kennen und verbrachten wundervolle Wochen im Nordwesten. Danach ging es für uns Richtung Süden. Auf Vancouver Island warteten einige Abenteuer auf uns und weitere Träume gingen in Erfüllung. Nach einer einmonatigen Zwangspause bei Seattle fuhren wir an der Westküste weiter Richtung Süden und bogen bei San Francisco wieder ins Inland nach Osten ab. Wir lernten die unglaublichen Weiten Nevadas kennen und waren wieder einmal begeistert von den USA. Nachdem wir Thanksgiving bei unseren Freunden in Denver feiern durften, fuhren wir weiter Richtung Utah. Hals über Kopf verliebten wir uns in den Bundesstaat und waren vollends begeistert. Da die Temperaturen allerdings langsam fielen, flüchteten wir vor der Kälte Richtung Süden, wo wir dann wieder neue tolle Leute kennenlernen durften, mit denen es dann zur Grenze ging. Wenn ihr neu hier seid, willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und wenn ihr schon länger mit uns reist, willkommen zurück zu Staffel 4. Na dann, auf geht's. So, guten Morgen von der Grenze. Es ist 6.30 Uhr. Wir waren schon drinnen, haben das FMM gemacht. Das Problem ist, dass wir, als wir zahlen wollten, zu dem Schalter gegangen sind und da saß keiner. Der kommt erst um 8. Das heißt, wir dürfen jetzt mal 1,5 Stunden hier warten. Das Tippkonten können wir auch erst dann machen bei dem, wenn der da ist. Das heißt, jetzt ist mal Wartezeit. Wer hier in Calexico über die Grenze will, dem gebe ich nur den Tipp, kein allzu großes Fahrzeug zu haben. Bei uns geht sich das nämlich gerade so aus. Ganz am Anfang war so ein Blech, das ordentlich gescheppert hat, wie wir durch sind. Das war aber schon vorher verbogen. Das sieht man da ganz hinten. Und unsere Astabweiser sind so ein bisschen verkratzt oben. Also die haben sich heute ausgezahlt. Starbucks und Klima sind auch noch drauf, die haben nichts abbekommen. Da vorne hängt noch so eine Kamera, das wird noch mal eng, das müssen wir schauen. Also wer ein sehr hohes Fahrzeug hat, würde man sagen über 3,80, sollte nicht unbedingt über diese Grenze fahren. Ich glaube, wir haben 3,85 und das geht sich wirklich gerade so aus. Unfassbare Szenen, die Menge tobt mal wieder. Wir sind durch. Es ist 9.25 Uhr, wir sind die ersten von uns dreien, die durch sind. Das war jetzt eine ganz schöne Geschichte. Grundsätzlich wäre es nicht so tragisch gewesen. Aber wir sind halt früh da gewesen. Dann hat der Schalter erstmal, also der Kassier erstmal war die erst um 8 hier. Musste nochmal 1,5 Stunden warten. Dann haben wir dort gezahlt. Das ist FMM, sind wieder zurück zu einem anderen Kerl, dem sein Passlesegerät hat dann nicht funktioniert. Dann musste er alles händisch eintippen für unser Tipp. Dann sind wir wieder zurück zu der Tante beim Bezahlen. Die wollte dann erstmal die VIN-Nummern sehen. Rausgegangen, VIN-Nummer LKW, VIN-Nummer Motorrad. Dann sind wir rein und dann kam der Spaß, dass wir zahlen wollten. Also ich konnte nicht mit dem gleichen Nachnamen für das Motorrad zahlen, das auf die Judith zugelassen war. Das musste sie selber zahlen. Jetzt hatte sie aber ihre Hauptkarte, mit der sie immer zahlt, noch auf ihren alten Namen von vor unserer Hochzeit. Das ging dann auch nicht. Dann haben wir noch eine Karte probiert und die war dann Geolocation gesperrt. Die ging auch nicht. Und mit der dritten Karte hat es dann geklappt. Ja, aber LKW als Wohnmobil angemeldet, haben wir als 10 Jahre lang jetzt, darf der im Land bleiben. Das Motorrad hat das Tipp für 6 Monate bekommen und wir dürfen auch 6 Monate im Land bleiben. Jetzt machen wir erstmal Kaffee und dann warten drauf, dass sich die anderen da durchgeprügelt haben. So, da kommt der Uli. Ich glaube, die checken jetzt wahrscheinlich auch gerade VIN-Nummer. Hä? Hat geklappt? Ich
kein Deposit bezahlen müssen. Unser Auto ist so alt. Bei mir auch nicht. Nee? Nur fürs Motorrad. Also sie hat mir 1000 Pesos abgebucht. 1081, ja. Genau, und das sind glaube ich irgendwie so 50 Euro. Ja. Ja. Unsere Karren sind halt nichts mehr wert, ne? Ja. Ach, wie schön, Karl. Da wir den Kühlschrank für die Grenze leer gemacht haben und wir hier auf günstigeren Diesel gehofft haben, heißt es als erstes einmal einkaufen und tanken. Die Produktauswahl hier auf der Baja kommt noch recht gut an die in den USA heran. Hier, kurz nach der Grenze, wird gleich alles mal ganz anders. Die Leute wohnen anders, gehen etwas anderen Betätigungen nach und die Fahrzeuge haben ungewöhnliche Zusatzausstattungen. Aber diese 22 Pesos, 1,05 Euro ist das. 1,10 Euro, glaube ich. Nicht schlecht. So, wir sind gerade tanken gefahren und Uli hat gerade mal seine Reifen neu lackiert. Da steht noch der Farbtopf. Mit vollem Kühlschrank und Dieseltanks kann es also losgehen. Den oberen Teil der Baja durchfahren wir etwas schneller, denn die Wüsten, Strände und vor allem das Meer rufen schon. Uli durfte einfach durch, bei uns wollten sie reinschauen. Ja, in die Kabine unter unserer Matratze hat er kurz geschaut, im Kühlschrank hat er geschaut und ist wieder gegangen. Aber besonders nett war er nicht. Juhu, wir sind wieder am Meer. Angekommen. Das war ein langer Ritt. Aber letztendlich haben wir es hier, glaube ich, ganz nett gefunden. Ich würde sagen, das ist mal ein gar nicht so schlechter Start. Bei dem Ausblick auf den Sonnenaufgang können wir uns wirklich nicht beklagen. Guten ersten Morgen von der Baja. Es geht weiter für uns. Wir haben ein schönes Nächtchen hier nahe von San Felipe verbracht. Und gestern Abend sind jetzt auch noch zufällig die Roamlanders vorbeigekommen aus Kanada. Haben wir noch schön getratscht heute Morgen ein bisschen. Wir werden jetzt aufbrechen, weiter nach Süden fahren. Wir treffen nämlich die Dirt Trails wieder. Die sind eine Dreiviertelstunde, Stunde von uns südlich an dem Strand. Und auch wenn der Platz hier super schön ist, haben wir gesagt, so richtig so ein paar Tage Pause wollen wir an dem Strand machen. Und da fahren wir jetzt mal zu denen. Und dann kommen auch die Roamlander wieder. Die sind mit den Dirt Trails unterwegs gewesen, waren jetzt hier in der Stadt in San Felipe, haben die Nacht auch noch hier an dem Platz verbracht, haben wir heute Morgen noch einen Kaffee getrunken. Ja, und jetzt geht's dann mal an den Strand. Ach, das wird nice. Bist bereit für den Strand? Klar doch. Knapp 50 Kilometer weiter südlich liegt unser heutiges Ziel. Die letzten Tage sind wir viel gefahren und auch die Grenze hat Energie gekostet. Wir freuen uns also jetzt schon mal drauf, endlich mal am Strand ein wenig zu entspannen. Hier in San Felipe hatten wir am Vortag erstmalig ein wenig Sorge, mit unserer Höhe nicht unter den diversen Kabeln durchzupassen. Hält man sich aber an den Hauptstraßen, klappt das in der Regel, zumindest hier noch, problemlos. Have you ever really lived? It's hard.
Also hier geht es ja momentan noch super zum Fahren. Wir haben jetzt nur Untersetzung und Mittelsperre drin, sind aber noch im vollen Straßendruck. Brian meinte, es wird nachher am Strand ziemlich, ziemlich weich. Er meinte, wir sollten unbedingt eigentlich ablassen. Aber heute machen wir mal so ein bisschen Workout für Yoda und knallen da mal mit vollem Straßendruck rein. Dann schauen wir mal, was passiert. Wir sind ja zu dritt. Irgendwer wird uns schon rausziehen können. Beziehungsweise wir werden uns einfach gegenseitig rausziehen. Aber wir probieren jetzt einfach mal aus und lernen halt mal wieder das Auto ein bisschen besser kennen. Alle gleichzeitig eingraben. Tauben, wir müssen Luft ablassen. Wir bauen dann eine Sanduhr. Nicht kaputt. Ich steck auch mal aus. Ja. Also der Steyr schafft ja viel, aber mit Straßendruck am Strand haben wir ihm jetzt doch ein bisschen zu viel zugemutet. Also Luft ablassen und dann Retourgang. Rico ist auch schon dran. Ja, natürlich. Uli ist auch am Luft ablassen. Da hinten ist ein guter Platz. Da ist es, muss man nicht so weit in den Sand. Doch, mir ist egal. Also wahrscheinlich wieder zurück. Und dann haben wir da hinten einen Platz gefunden, wo man nicht in ganz so tiefen Sand fahren müssen wahrscheinlich. So, Luft ist runter. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch rauskommen, aber ich denke, das wird nicht so tragisch. Ist der Druck erstmal aus den Reifen, ist auch im LKW auf Sand einiges mehr möglich. Man muss aber auch sagen, dass unsere über 11 Tonnen einfach gerne auch nach unten wollen, anstatt nur nach vorne. Auf dem Sand gilt schlussendlich, wie so häufig, die alte Regel: je leichter, desto besser. Na, jetzt legt das gerade drauf an, ha? Halt buddelt jeder mal wahrscheinlich. Die Kanadier sind auch da. Okay, also Uli, stehen wir nur im Weg. Yeah.
Ja, das Ende sein macht. Komm, das war noch ohne Bett. Geht's nach unten. Ja, ja, das. Was eine Scheiße ist das Weich hier. Das wühlst du alles durch. Drei Sperren und wenig Druck. So, Uli, nächster Anlauf. So, rückt sich der Unimog frei. Er baggert. Komm schon. Der Tress auch gelandet. Wenig Luft, zwei Bleche, alles gut. Oh, die lässt auch nochmal ab. Ja, wir sind jetzt hinten normal mit 7,5 gefahren, haben jetzt in G2,7 gehabt. Ja. Also 7,4, weil auf 7,5 sind die Reifen geratet, wenn sie kalt sind. Maximum Load. Und haben jetzt hinten 2,7 gehabt und vorne 2,2. Und vorne fahren wir normal, sonst 6,8 und 7,4 fahren wir. Aber das ist auch ein richtig langer Latschen bei euch jetzt geworden. Also der ist... Mhm. Ja. Deswegen ist er da ja auch so souverän hingefahren. Ja. Da stehen wir wieder eine Stunde zum Auffüllen. Das kennen wir sehr gut. Wir morgen dann alle oder übermorgen, wenn wir immer weiterfahren. Also ich glaube, das müssen mindestens zwei Nächte sein, damit sich das ausgezeichnet hat. Ja, richtig, das lohnt ja. So, 13 Uhr, Bier. Ja, nach der Aktion. Guten Morgen, es geht wieder weiter. Nach zwei Tagen hier am Strand in unserem kleinen Strandcamp
brechen wir wieder auf. Und der Trick wird jetzt nur hier wieder rauskommen. Rico probiert es heute mal als Erster. Guten Morgen. Wir stehen ja hier. Und wir werden jetzt mal versuchen, ob wir hier durchkommen, da nach hinten raus. Geht's noch und oben, wo Brian ist, macht es nämlich eine Kurve und wird weich. Und das ist die gefährlichste Stelle. Mal schauen, wie er da durchkommt. Ah, sieht gut aus. Top! Geschafft! Bei uns ist heute mal die Judith dran. Sie sagt, sie will mal schauen, ob sie es schafft. Okay, normalerweise fürchte ich mich ja ein bisschen, den Steyr auf ungewohnten Untergründen zu fahren. Aber ich habe mir heute einfach gedacht, dass doch nicht wirklich viel passieren kann. Und so habe ich schließlich richtig Spaß dabei, Yoda ein bisschen durch den Sand zu schieben. Na, bitte. I married a trucker. Heck yeah. She did great. Yep. Yeah. And no one got stuck. Na, hast du brav gemacht. Glück. Keine Schimpfe vom Mann. Nein, war leichter als gedacht, muss ich sagen. Am Anfang unserer Weltreise lag unser Fokus ja total darauf, Zeit für uns zu haben, sich irgendwo einsam in der Wildnis zu verstecken und Ruhe von allem zu finden. Mit der Zeit hat sich das aber total verändert. Wir haben so viele liebe Menschen kennengelernt und die Erfahrung gemacht, dass alles Schöne, was man erlebt, zusammen mit anderen einfach noch schöner wird. Es ist oft lustiger und bleibt einem irgendwie viel stärker in Erinnerung. Gleiches gilt im Übrigen auch für unangenehme Erfahrungen. Das nervige Warten an Grenzen ist in Gesellschaft viel angenehmer. Ein festgefahrenes Auto ist schnell geborgen und auch bei Reparaturen hilft der Erfahrungsaustausch enorm. Weil wir die Sicherheitslage in Mexiko nicht überall zu 100% einschätzen können und mit einer Sprache, die wir nicht gut sprechen, eine weitere Hürde auf uns wartet, haben Manuela, Uli, Marina, Rico und wir beschlossen, das Land so lange wie möglich gemeinsam zu bereisen. Drei Lkw sind doch auch einfach besser als einer.